Skin in the Game oder die eigene Haut zu riskieren, ist ein wirtschaftlicher und ethischer Grundsatz, der besagt, dass derjenige, der von seiner Tätigkeit profitieren will, auch verlieren sollte, wenn die Dinge schieflaufen. Mit anderen Worten, die Idee zielt darauf ab, eine Symmetrie von Risiko und Ertrag zu schaffen. Der babylonische König Hammurabi nutzte dieses Prinzip bereits, als er eines der ersten Gesetze der Weltgeschichte erließ. Um eine hohe Bauqualität innerhalb des Reiches zu gewährleisten, gab es eine Reihe von Gesetzen für die Bauherren. Das Gesetz 229 besagte, dass ein Bauunternehmer, der ein Haus für einen Kunden nicht einwandfrei baut und das von ihm gebaute Haus einstürzt und den Tod des Bauherrn verursacht, zum Tode verurteilt wird. Als Folge verschwanden die Baumeister, die nicht richtig bauen konnten oder versuchten zu betrügen, aus dem Gewerbe, so oder so. Bald hatten diejenigen, die sich ein Haus bauen lassen wollten, weniger zu befürchten. Die harten Konsequenzen des Gesetzes und seine Einfachheit sorgten dafür, dass die Anreize des Bauherrn, der Gewinn erzielt, und des Menschen, der die Baukosten riskiert und im Haus wohnt, aufeinander abgestimmt wurden. Nassim Taleb schrieb ausführlich über Skin in the Game. Er vertritt die Ansicht, dass ein messbares Risiko bei wichtigen Entscheidungen eine Voraussetzung für Fairness und wirtschaftliche Effizienz ist. Er brachte dieses Prinzip auch mit dem Lernen in Verbindung. Er argumentiert insbesondere, dass die Gehirne intelligenter Menschen, die in Positionen arbeiten, in denen es hohe Erträge, aber geringe Risiken gibt, nicht das notwendige Feedback erhalten, um aus ihren Fehlern zu lernen. Dies führt mit der Zeit zu minderwertigen Ideen und birgt die Gefahr, dass aus schlauen Menschen Idioten werden. Intellektuelle und doch Idioten. Nehmen wir zum Beispiel einen intelligenten CEO, der heute ein öffentliches Unternehmen leitet und mit dem Geld anderer Leute riesige Bauprojekte realisiert. Im Gegensatz zu einem Babylonier sitzt unser Konstrukteur bequem in seinem Bürostuhl und instruiert diejenigen, die das Risiko tatsächlich tragen. Um sich weiter abzusichern, beauftragt er dritte Ingenieure, die die Baupläne absegnen, um gegenüber allen möglichen Unglücken und Missgeschicken versichert zu sein. Wenn sich wichtige Kunden beschweren, werden sie von Kundenbetreuern empfangen. Und wenn ein Haus tatsächlich einstürzt, liest unser Bauunternehmer nur in einem Jahresbericht darüber, denn der Mann, der seine Familie darin verloren hat, wird nur die Rechtsabteilung des Bauunternehmers zu Gesicht bekommen. Als Folge davon entkoppelt sich der Bauunternehmer mit der Zeit von der Realität, lernt nicht mehr aus seinen Fehlern und wird schlecht in seinem Job. Die Folgen sind frustrierte Kunden und schlecht gebaute Häuser. Um ständig zu lernen und Spitzenleistungen zu erzielen, ist es daher wichtig, in einer Position zu arbeiten, in der Risikobereitschaft zur täglichen Routine gehört. Nicht nur, weil wir von Menschen, die ein Risiko mit uns teilen, ein Feedback erhalten, sondern auch, weil wir nur dann unser Bestes geben, wenn wir am Ergebnis beteiligt sind. Einer der besten Wege, um schneller zu lernen, ist also, am Ergebnis beteiligt zu sein. Wenn du kochen lernen willst, koche für Freunde. Um etwas über eine bestimmte Idee zu lernen, veröffentliche ein Video über diese. Wenn du etwas über Aktien und Unternehmen lernen willst, investiere mit deinem eigenen Geld in den Aktienmarkt. Fast 4000 Jahre nach Hammurabi zeugen die schönen Ruinen der antiken Stadt Dara von der Qualität der Baumeister von Babylon. Aber was hältst du von dem Prinzip? Gibt es neben den grausamen Folgen des Gesetzes 229 noch andere mögliche Nachteile? Teile uns deine Gedanken in den unten stehenden Kommentaren mit. Um die Qualität deiner Argumente zu verbessern, kannst du deinen Namen und wo du herkommst dazu schreiben.